Wirtschaftlich erfolgreich im Zeitalter der Digitalisierung. Unter diesem Titel stand die diesjährige Jahrestagung Branche Meets Hochschule der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Professor Alexander Neumann präsentierte dort die Ergebnisse der Unternehmerbefragung, die er zusammen mit seinen Studenten durchgeführt hat. In der Befragung zeigt er die Herausforderungen, vor der Handwerk, Handel und Industrie stehen. Die Herausforderung vom Handwerk ist, will ich in Zukunft noch beim Endkunden selber auftreten? Dann muss ich letztendlich auch aktiv werden im digitalen Bereich. Und wenn ich halt nicht will, dann muss ich mir einen fairen Partner suchen, der mir halt die Aufträge zumacht, dann bin ich halt nur noch Umsetzer. So, das ist die eine Sache. Ich muss dann eine effiziente Kette haben, die muss digital unterstützt werden. Und da spielen natürlich Störungen, also auf der Baustelle nicht das richtige Material zu haben oder zu spät zu bestellen und dann das Material nicht verfügbar zu machen, obwohl ich beim Kunden den Termin schon gemacht habe, eine ganz wesentliche Rolle, dass diese Störungen nicht auftreten, damit ich auch erfolgreich wirtschaftlich bin. Digitalisierung bedeutet also in erster Linie eine Steigerung der Effizienz. Für Ulrich Bergmann, selbst SAK-Fachhandwerker und mit seinem Betrieb spezialisiert auf Badsanierungen, ist die Digitalisierung eher Lösung als Herausforderung. Also die Herausforderung ist natürlich ganz klar der Fachkräftemangel. Wir werden immer mehr Arbeit haben mit weniger Mitarbeitern. Und das kann man nach meinem Dafürhalten nur durch die Digitalisierung, durch die Vorfertigung, insbesondere Vorfertigung, aber begonnen bei dem Prozess des Verkaufens. Denn ich muss alle Prozesse verkürzen, um mit weniger Mitarbeitern die gleiche Durchzahl an Bäder zu bekommen. Und dafür ist die Digitalisierung natürlich genau richtig. Allerdings muss man bedenken, dass in der Digitalisierung sehr viel Arbeit steckt. Denn man hat nur das digitalisiert, was man vorher praktisch zusammengestellt hat. Also das ist dann eine Fleißarbeit. Und um seinen Kollegen zumindest einen Teil der Fleißarbeit zu ersparen, hat er in der Handwerkerkooperation die Beratungs- und Verkaufsplattform Badia entwickelt. Solche Plattformen von Handwerkskooperationen, aber auch die Angebote von Industrie und Großhandel zur Materialbestellung oder Auftragsorganisation sieht auch Alexander Neumann als Lösung. Denn insbesondere der klassische Großhandel stehe durch Online-Shops unter dem Druck, ein größeres Angebot an Dienstleistungen bieten zu müssen. Der Großhandel wird von allen Seiten angegriffen, derzeit von den Pure-Online-Playern, vom Dai-Bereich, also von den Baumärkten, die halt auch dann ein Full-Service-Paket mit Handwerksabwicklungen bieten und natürlich von neuen Playern auf dem Markt. Fertighäuser nehmen immer stärker zu, die digitalen Player Tomando oder Banovo, die halt auch diese Gamechanger sind, kommen natürlich auf die Branche zu und werden diese natürlich verändern. Und damit muss der Großhandel zurechtkommen. Die Lösung bietet laut Alexander Neumann ein komplettes Angebot auf allen Kanälen. Das bedeutet, neben der reinen Materiallieferung eine persönliche Betreuung des Handwerkers durch den Außendienst, die Beratung des Endkunden in der Badausstellung sowie eine schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Aber auch Angebote wie beispielsweise der Planungsservice können dem Handel dabei helfen, kleine und mittlere Handwerksbetriebe an sich zu binden, um im Wettbewerb gegen Pure-Online-Player zu bestehen. Ja, Amazon ist ein Pure-Online-Player und die haben natürlich da ihre Stärke, auch die Kundendaten digital ordentlich auszuwerten und darüber natürlich auch die Kunden gut anzusprechen. Aber dieses ganzheitliche, integrierte Servicepaket für den Handwerker bieten die natürlich derzeit nicht. Und da muss ich halt sagen, klar, die Großhändler müssen auch versuchen, halt die Preise, wenn ich nur Digitalkanäle benötige, dann halt auch runterzunehmen, um da halt wettbewerbsfähig zu sein. Auf der anderen Seite muss natürlich auch jedem Handwerker klar sein, die Services, die ich brauche, um letztendlich als Handwerker auf dem Stand zu bleiben, produktiv zu bleiben, die müssen auch irgendwo bezahlt werden. Neben Handwerk und Handel sehen sich auch die Hersteller einem immer größeren Druck ausgesetzt. So zeigt die Unternehmerbefragung, dass der internationale Wettbewerb und der Preisdruck durch Online-Shops Markenimage und Marge schrumpfen lassen. Ja, die Industrie muss natürlich versuchen, nicht zu verdrängt zu werden von den Eigenmarken des Handels. Auf die Eigenmarken setzt der Handel, weil da einfach seine Marge größer ist. Und damit fallen natürlich die Hersteller eher hinten runter. Beim Vermarktungsweg Großhandel und ich muss dann halt schauen, wie ich mich dagegen halte. Die Marke muss stark genug sein, sie muss beim Digital auch beim Endkunden ankommen. Sie muss letztendlich auch vom Handwerker unterstützt werden.
der darüber natürlich auch seine Wertigkeit wieder demonstrieren kann gegenüber dem Endkunden. Und der Endkunde muss halt auch bereit sein, für gute Leistung, für Individualität dann halt auch entsprechend den Preis zu bezahlen. Aber das sind ja auch viele Kunden, glücklicherweise. Sowohl die Unternehmerbefragung als auch die anderen Vorträge bei der Fachtagung Branche meets Hochschule zeigen, dass die Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam am besten gemeistert werden können. Es kann dadurch klappen, dass wir in Zukunft einfach noch näher zusammenrücken. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir natürlich sehr eng mit dem Kunden über den Vertrieb verbunden sind, sehr eng mittlerweile auch über das Thema Marketing mit dem Handwerker verbunden sind. Und was in Zukunft im Rahmen der Digitalisierung einfach noch viel stärker kommen muss, ist, dass wir auch auf digitaler Ebene, zum Beispiel über Kooperationsplattformen wie wirsindhandwerk.de, noch näher zusammenrücken und ja, sozusagen gemeinsame Sache machen. Wie diese gemeinsame Sache aussieht und wie so eine Plattform wie Wir sind Handwerk genau funktioniert, das erfahren Sie in Kürze hier bei SHK TV. Also gerne wieder reinschauen. Wenn Sie mögen, auch schon morgen, da wartet wie gewohnt Ihre Marktsendung auf Sie. Bis dahin.